Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und wie ich ja schon ein bisschen angekündigt habe, werde ich mich darum kümmern, dass Kianis seine Items wieder bekommt. Und vielleicht könnte ich ein Stückchen Sio auch helfen, wenn das einer der Theorien ist, wie ich wieder an meine Kräfte komme als Höllenkrieger, dass ich sozusagen etwas Wundersames vollbringen muss. Ich habe mitbekommen, dass Kianis sich beim Alpha Tower irgendwie treffen will, um wieder so eine kleine Konferenz einzuberufen. Ich check das Ganze gleich mal ab und ich glaube, Snoopy ist da auch dabei und Snoopy hat den meisten Itemanteil von Kianis. Deswegen probiere ich da einfach gleich mal direkt mit denen zu quatschen. Und das spielt ja, sage ich, auch nochmal richtig in die Karten rein, weil ich muss ja mit Snoopy so oder so noch quatschen, weil das ja auch einer der Theorien ist, dass ich mich einfach entschuldigen soll, sie als Höllenlord ansehen soll, was auch immer. Und ja, wir probieren das einfach mal aus. Kianis schreibt jetzt gerade auch hier: Bitte lasst uns reden ohne Killen, ich habe nichts. Ich bin einfach mal gespannt. Ich lausche deren Gespräch einfach mal ab, soweit das geht. Ach, Steinchen ist auch da. Mal ist er hier. Ich glaube, die werden sich safe hier treffen. Da ist Kianis. Und Snoopy. Snoopy ist auch hier. Okay, Freunde, ich muss da irgendwie dann nur nah genug rankommen. Also kein... Ich kann nichts, Bro. Du kannst mich killen, aber dann... Ich kann dir eine Elytra geben, so, weißt du? Ich habe nur Elytra und ein bisschen Steak. Das kann ich dir so geben, wenn du willst. Okay, die sehen mich nicht. Erzähl mal, Alter. Oh, was geht? Ey, Eifersteinchen. 10 Gold. Nein, Spaß. Nee. Hör zu. Du siehst heute sehr schön aus, Eifersteinchen. Würde ich dir sagen. Weg, weg. Also, hört mal zu. So. Und zwar, ihr habt ja meine Sachen, ne? Und ja, vielleicht. Vielleicht. Ich habe ein bisschen nachgedacht. Kommt mal, morgen stirbt Mira. Und okay. Mira hat euch doch Höllen. Wir können jetzt richtig gut zuhören, Freunde, deswegen, ich bin mal ein bisschen ruhig. Ja, so OP sind ja jetzt nicht, so weißt du. Ja gut, dein Schwein hat mich 30.000 Mal schon gekillt, oder nicht? Ja, ich weiß, aber du bist halt schwach, du kannst nichts, weißt du, deswegen. Ja, die gehen jetzt auf Kiadas los. Ey, das ist aber gut, das ist gut. Ich kann ihnen helfen. Guck mal, wenn Mira morgen schlüpfen sollte, seid ihr euch so hundertprozentig sicher, dass sie auf eurer Seite ist? Jetzt mal Retalk? Ja, doch, ja. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr hundertprozentig... Was ist Kianis denn aus? Habt ihr nicht, seid ehrlich, habt ihr nicht. Nee, Mira hat uns Items gegeben. Oh, wir haben Items bekommen. Ja, kann doch trotzdem sein, dass Mira euch einfach manipuliert hat in der Zeit, um euch zu helfen, dass wir nichts gegen sie anrichten können. Kann doch alles glaub sein. Glaube ich nicht. Das Guck mal, wenn ich Mira wäre... Das könnte eine gute Woche Theorie sein, tatsächlich legitim. Was auch immer meine Prozentanzahl. Hätte ich mir die Dümmsten aus der Insel direkt rausgesucht, die zu meinen Anhängern gemacht und versucht, die anderen zu stoppen, dass die mir nicht in die Quere du kommen. Du sagst, wir sind dumm, was redest du? Das ist mir persönlich, Bro, wirklich. Das Nein, aber jetzt, ja, weil ihr das nicht checkt, was ich sage. Guck mal, Mira kann morgen kommen und es kann sein, dass sie auch gegen euch ist. So, und wir sind durch Sue und mich, habt ihr zwei starke Fighter weniger. So, stark. Und wenn, hörst du, Junge, ihr lacht, was macht Tobi in diesem Gespräch hier? Mehrmals geholt, als ich überhaupt... Der hat doch gar nichts damit zu tun. Bro, aber das war Ausnahme. Bro, du hast doch nur dein scheiß Schwein und du hast dein Furz, ohne das seid ihr gar nichts. Ey, mit Stress oder was? Ja, aber es ist da hat Kianis recht, mal, Alter, Retor, wirklich. Ihr killt Leute, die eh nichts sie haben. Sie denken wirklich nur, sie werden was wegen aber ihren Items. Ich mach dir ein Angebot, hör zu, ein gutes Angebot. Was ist das denn? Oh nein, ich... Hallo, guten Tag. Hallo, Beule. Oh nein, Beule. Oh nein, nicht Beule, Alter. Also, ich mache euch ein Angebot. Warum hätten die alle Beule? Ich biete dir... Beule ist voll mal, süß. Gib mir diese Rüstung und alles zurück. Und wenn Mira gegen euch fighten sollte, werde ich an eurer Seite stehen. Aber ich find's auch gut, dass Alpha-Steinchen da ist, wenn ich gleich mit denen quatsch. Ich supporte euch. Herr Kian, bist du jetzt Höllenkrieger oder wie? Du bist Nein, ein Lügner, Junge! Fall. Bro, ich werde niemals ein Höllenkrieger. Ich habe nur gesagt, wenn Mira euch angreift, werde ich euch helfen. In dem Moment. Sonst nicht. Bro, und was ist, wenn du lügst? Was ist, wenn du lügst? Ja, Bro, habe ich jemals bis jetzt gelogen und irgendwie mein Wort nicht gehalten? Das stimmt nicht. Genau. Ey, scheiße. Der Schuss nichts können, genau wie du, Junge. Ich sag ehrlich. Tobi, habe ich jemals mein Wort bis jetzt nicht gehalten? Hand aufs Herz. Du warst Admin des Unheils, sei mir ehrlich. Gab es einen Moment, wo ich gelogen habe, bis jetzt noch nie. Sag ja. Ich überlege gerade, bestimmt. Was ist das für ein Gespräch? Ja, siehst du? Also, selbst wenn Tobi das sagt, dann... Sogar an dem Tag, wo ich mein Excalibur geben sollte, habe ich es getan. Ey, was schmeißt du mit Eiern? Ich habe mein Excalibur euch gedroppt, obwohl ich euch alle fertig machen konnte. So, das ist weggeportet. Ich habe immer alles getan.
Also, was für Items willst du wieder? Ich habe Lederrüstung, Eisenrüstung, aber auch Goldrüstung, Diamantrüstung und so eine besondere Rüstung von Keanu. Snoopy, sogar ja? wenn er versucht euch zu verraten am Ende, so was soll er machen gegen euch? So müsst ihr das sehen. Wir können ihn easy klatschen, so ein Hit und dann ist er down. Leute, bitte, gebt mir einfach meine Items wieder. Freunde, ich glaube, ich gehe da jetzt rein und quatsch da mit denen. Moment. Nicht, sag mal. Ding ist, ich habe mir durch. Ein Angebot gemacht, komm ich hier durch. Nicht. Okay. Ich will meine hey! Das hat doch nicht mal. Ey, Bro. Ey, was geht ab, Mann? Was geht? Du hast ja Keanes Rüstung an. Bro, die ist echt geil, ich sag ehrlich. So, irgendwie sehen eure Rüstung so ein bisschen zusammengewürfelt aus, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, sieht nicht gut aus, sieht nicht mehr einheitlich aus. Egal. Ey, Freunde, ich muss auch mit euch unbedingt quatschen, vor allem mit dir, Snoopy und Steinchen, Alter. Das ist wirklich super wichtig. Ja, super wichtig, die Stars, ja. Es ist super wichtig, ich muss einfach mit euch beiden quatschen, Alter. Wirklich. Nee, was du uns angetan hast, Alter, ich sag dir so, wie es ist. Ja, du hast uns immer angelogen und nein, genau, um das geht's. Das muss ich einfach mit euch bequatschen, Alter. Freunde, wirklich. Wir waren doch ein Bund, wir waren doch eine Höllenkrieger-Einheit. Ja, was willst du denn jetzt von uns, Kiro, du Nichtsgönner, Alter, Fake-Höllenkrieger? Genau, du hast es verraten. Wir haben das Wahre getan. Okay. Ich sag euch ganz ehrlich. Ich will nur meine Items. Ich hab meine Kraft verloren. Ich hab mein Item verloren. Was? Ja, macht euch drüber lustig. Das macht mir nicht ehrlich. Mira hat mir einfach mein Item weggenommen. Das ist halt so schlimm. Aber warte, stopp mal, da hört ihr es doch. Wenn Mira so easy ihm die Items nehmen kann, dann kann sie es doch auch bei euch machen, Mann. Genau, auf das will ich hinaus. Nein. Ja, ihr wisst leider wirklich auch nicht, dass ihr einen Grund gehabt. Ja, verstehe ich. Jemand hat das einen Grund gehabt. Aber du weißt, guck mal, das ist ja das, was ich erzählen möchte. Wenn ihr ihn 100%, guck mal, wenn ich jetzt Snoopy oder Alpha-Sternchen wäre und ich wüsste zu 1000%, Mira steht hinter mir, wir arbeiten zusammen, dann hätte ich mir die Items auch nicht gegeben. Retalk, jetzt Hand aufs Herz, ich hätte mir die Items nicht gegeben. Ich hätte mich sogar jetzt gekillt. Aber dadurch, dass ihr keine 100%ige Sicherheit habt, okay, und ich sage euch sogar, wenn die gegen euch sein sollte, werde ich in dem Moment euch helfen. Wenn sie euch auf einmal die Items nimmt und irgendwie es greift euch an, wer weiß, wer Mira ist, kann doch sein, dass Mira ein zweiter Tobi-Admin ist. Kann doch sein. Was willst du dann gegen Mira machen? Das sind gute Argumente, aber wenigstens helfen. Aber stell dir vor, auf einmal so, erinnert ihr euch noch diese ganzen Klone von uns, die aufgetaucht sind? Stell dir vor, sowas passiert und die Klone sind nochmal richtig stark. Nein, werde ich nicht. Ich klatsche die. Ich weiß nicht, was wenn dein Klon auch Schweinchen hat? Was? Ich würde mit denen unter 6 Augen quatschen. Ja, unter 5 meinst du, er hat nur ein Auge. Ja, er hat nur ein Auge. Ja, von mir aus. Ich bin dann in der Festung, ja, wenn was das sagt, Bescheid. Ja, okay. Jetzt geh, Alter, geh jetzt! Geh! Schneller, Junge! Ja, chill, Digga. Okay, da bin ich. Lass ihn gehen, alles gut. Ich geb dir 10 Fleisch, wenn du Snoopy kennst. Kennst du mit den Kiro? Ich glaube. Oder brauchst du mich dafür? Nee, oder? Bleib einfach mal in der Nähe am besten. So lange hier. Wenn du schreibst, dann komme ich. Ja, alles gut. Okay. Geht jetzt alle. Beule, kannst du auch einmal rausgehen, bitte. Weg, Junge! Ganz, weg, ganz wichtig. Ey, spiel doch! Er geht doch! Ja. Okay. Nixgönner, Junge, Nixgönner, du Beule mit ner Beule, du Keule! Du Säule, du Nixgönner! Du kleiner Kackerwurstkack! Mit Kacke, Junge, und dick. Säulen und Säulen und Beulen okay, und Beule, okay. Alter, Beule und Beule, ja? Okay, lass jetzt einfach quatschen, okay? Ja. So. Ich sag euch ehrlich, es tut mir wirklich leid. Es tut mir von Herzen leid, wie ich euch behandelt habe, ehrlich. Ich hab euch Holzkopf genannt, so, du bist aber eigentlich ein Steinkopf. Und du hast auch einen harten Kopf. Ja, was denn? Du hast doch Steinkopf, das ist doch hübsch für dich. Ich finde, du hast einen hübschen Kopf. Ich würde es als Kompliment nehmen, Alpha Sternchen. Safe. Und jetzt mal ganz objektiv betrachtet. Ihr wisst doch noch, was in den ganzen Unheilen passiert ist. In Unheil 0 haben wir fast die YouTuber-Insel verloren.
Ja, ich sag dir ehrlich, Bro, wir haben immer die Unheile genommen, so links, rechts, bam, bam. Bro, und, wir beide waren zusammen in diesem komischen Dungeon-Rätsel und du bist dadurch diese komischen Bots da gestorben. Ja, Bro, du musst verstehen, das war aus Versehen, Bro. Das war aus Versehen. Ja, ich weiß, aber, guck mal, die Sache ist die, wir wissen doch, wie stark Mira sein kann. Wir haben doch unsere Kräfte dadurch bekommen, beziehungsweise sie hat ja sogar mir alles genommen. Ich habe nicht mal mehr Buffs im Nether. Aber uns nicht. Ich weiß, aber was ist, wenn irgendwas passieren kann? Ja, Bro, ich habe wirklich keine Buffs mehr. Nein, gar nicht. Aber jetzt denken wir noch mal ganz genau nach. Wir brauchen wirklich, glaube ich, morgen oder beziehungsweise für Samstag, weil ich lade das Video hier am Samstag hoch. Wir brauchen definitiv jeden Mann. Jeden Mann, sagst du? Warum bist du so gut aussehen? Einfach, da ist jemand komisch, der uns angetan hat, Mann. Guck mal. Ja, Freunde, lass mich reden. Ja, okay, rede. Gib uns ein bisschen Goldäpfel. Und er hat sich das alles vergessen. Dann ist alles wieder zwischen uns. Was denn? Mann, was denn? Ey, lass das Hütchen! Gib uns Goldäpfel, also, das ist geklärt. Ich sag euch einmal so, ich sehe euch als Höllenlords an, wenn ihr das sein wollt. Oh. Und hier, ihr könnt euch 19 Goldäpfel aufteilen. Ich bin weg, meine Goldäpfel. Aber gib Giannis einfach seine Rüstung wieder, dass wir morgen mindestens noch eine Stärkung haben. Warum? Ich hab nicht seine ganze Rüstung. Egal, gib ihm einfach das, was du hast. Ja, okay, hier. Ey, ich muss hier. Kiro, weißt du was? Ja. Wir gehen jetzt zu Giannis und geben ihm vielleicht seine Items wieder. Ja, das wäre gut. Vielleicht. Das wäre gut, weil keiner weiß, was bis morgen passiert, Digga. Willst du mitkommen oder nicht? Ja, safe, wir gehen zu seiner. Tschüss! Festung. Freunde, das klingt doch ganz vielversprechend. Ich hoffe, die trollen jetzt nicht rein, Alter. Die haben doch noch einen Funken Respekt vor mir, glaube ich mal. Auch wenn ich jetzt. Ist hier jemand? Ich hab die als Höllenlord betitelt, Digga. Hallo? Die sind da drüben auf der Brücke. Auf der Brücke rechts hier. Hallo? Kian? Komm mal her. Wir müssen unter sieben Augen reden mit Kiro und Alpha Steinchen, ja? Hey, Pischte, lass was mal bitte alle hier bleiben, Digga. Ey, aber lass mal bitte ganz kurz von diesem Tower weg. Komm mal auf die Brücke. Pischte, was machst du hier? Bro, du willst deine Items wieder, hab ich gehört. Ja. Wir können einen Kompromiss eingehen, ja? Eingehen, ja, so sagt man das. Okay. Also, ja, du gibst uns ein bisschen, Hilfe, ja, falls dann Mira doch gegen uns sein sollte, aber das bezweifle ich natürlich. Und dann kriegst du deine Items wieder. Und wenn du das nicht tust, du weißt, mein Schweinchen ist halt Schweinchen, Schweinchens, ja? Bro, was laberst du? Krieg ich jetzt ehrlich jetzt meine Items wieder? Ja! Was? So wie es besprochen ist. Kriegst du es nicht wieder, oder was? Wie es besprochen war. Doch. Bro, safe, normal. Ja, komm mit. Ich hab die meisten. Hier ist eine Kiste, komm mal mit. Wo ist eine Kiste? Ich hab's geschafft. Wie gesagt, ne? Wenn du morgen fragst, was du gemacht hast, dann bist du sehen. Ich hab die zwei ein bisschen überzeugen können, dass sie doch ein bisschen nachdenken und dass das alles Sinn ergibt, dass Giannis vielleicht nicht ohne Rüstung sein sollte, wenn Mira schlüpft. Das klingt gut. Also ich hab mir einfach die Rüstung hier gegeben. Ach, das ist deine alte, ne? Die ist super stark. Ja. Ja, okay, macht Sinn. Ah ja, ich hab denen auch ein bisschen Goldäpfel noch gegeben und gesagt, ja, hier, das macht sonst alles keinen Sinn. Mhm. Ich bin sogar über meinen Schatten gesprungen und hab sie als Höllenlord betitelt. Oh, Pischte hat gerade einfach zugegeben, dass er das war. Er hat den Tower gesprengt! Hat er eben gesagt. Hä, wieso? Er meint, Mira hätte ihn dazu gezwungen. Das kommt mir aber irgendwie komisch vor, muss ich ganz ehrlich sein. Der labert doch bloß. Das Ding ist, er hat es auch wieder repariert. Ja, okay, fair. Wer es zerstört, macht es, glaube ich, wieder ganz, I guess. Nein, Mann, wir bleiben weiterhin verfeindet. Aber ich habe euch gesagt, ich helfe euch, wenn was sein sollte. Versprochen. Hoffe ich für dich, du Schönling, du. Hast du deine Sachen jetzt wieder bekommen? Ja, Mann. Warte, bleib genau da stehen, Giannis. Bleib genau da stehen. Nein. Bleib du da stehen. Ey! Okay. Ey, Jungs, ich hab meine Sachen wieder einfach. Sehr gut. Was hast du denn gesagt? Ich hab mit denen einfach ein bisschen gequatscht. Es hat wohl, warte, ja.
Komm, geholfen. Kommt mal alle mit zu meiner Ender-Chest. Ender-Chest? Die müssen wir leider abbauen, Bro. Sorry, die müssen wir abbauen. Oh nein, müsst ihr nicht chillen jetzt. Doch, die baust du jetzt vielleicht ab, wenn du da irgendwas reingelegt hast. Chill, die baust du ab! Die brauch ich, Digga, chill. Mach dir damit. Bau ab, abbauen, abbauen. Oh, hör mal auf damit. Nein, ja, gut, Bro, was soll das? Nein, mach die wieder ab, Junge. Nein, Mann, lass die da, Digga. Chill. Lass die komplett verdammt nochmal da. Was wollt ihr? Was? Wollt ihr's kommen? Hast du die Sachen? Ups. Ey, hört mal auf damit, Leute. Ey. Was soll das? Wieso baut ihr die Endertruhe ab? Was habt ihr denn von der Endertruhe? Ey, mal, ihr dürft keine Endertruhen sein! Nirgendwo auf der Insel dürfen Endertruhen sein! Nirgendwo! Nirgendwo Endertruhen! Nein! Ich hab doch nichts, Digga. Chillt doch mal. Ist mir doch egal. Nirgendwo dürfen Endertruhen sein. Nirgendwo. Wer hat den Kopf genommen? Digga, das ist so unnötig gerade. Gib mir mal scheiß Endertruhe zurück, Mann. Ehrlich jetzt. Was soll der Scheiß? Gib her. Ich mein's ernst. Gar nichts. Jetzt hat Fisch da. Meinst du diese Endertruhe? Guck mal, diese hier? Ey, Digga, wie kann man so sein? Ich versteh's nicht. Was kriegst du nicht wieder? Gerne, ist alles Digga. Gut. Alles gut. Ja, ist okay. Dann verschwindet jetzt bitte von mir. Geht ja, jetzt weg. Du kannst auch dich bedanken bei uns, ne? Dass wir dir die Sache gegeben haben. Junge, geht klauen. Ich hab schon Danke gesagt. Versteh dich, du kriegst einen Abschiedskuss von mir auf die Stirn, wenn du willst. Ich bin weg, Leute. Tschüss. Wenn du dein Helm ausziehst, dann kann ich dir einen Stirnkuss geben. Ja, verschwindet jetzt beide. Los. Hopp, hopp. Dann halt nicht. Geht. Hä? Hä, warum hittest du mich jetzt? Achso, Digga. Ich dachte, du bist Beule. Ey, komm mal mit. Komm mal mit. Ich bin doch nicht Beule. Digga, meine beiden Ender-Chests wurden geklaut. Das kann doch nicht sein. Ja, weißt du warum? Das brauchst du aus der Ender-Chest. Weil die nicht wollen, dass Yoda rankommt. Heavy. Was meinst du mit wie? Ja, wie soll Yoda rankommen? Das verstehe ich nicht. An die Ender-Kisten. Warum? Was brauchst du? Ich hab hier eine. Oh, stark. Ich wollte nur einfach ein paar Sachen weglegen, die ich halt wirklich nicht benötige. Ja, mach. Habt ihr für mich Totems? Ich habe wirklich gar keine mehr. Ja, warte. Ich kann dir hier noch eins ab. Hier. Dankeschön. Boah, darf ich mir ein paar nehmen? Ja, nimm dir ein paar. Ich habe mich wieder in die Totem-Farm gestellt. Boah, krass. Ich brauche auch unbedingt mal Bad Omen-Effekt, Alter. Dann wird auch Todes gefarmt. Junge, ja. Okay, ich nehme mal das ganz Ding schnell die Ender-Chest also wieder eigentlich, mit. Wenn ihr irgendwas braucht für morgen, sag einfach Bescheid, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich da sein kann. Ich muss gucken. XP-Flaschen, Digga. XP-Flaschen wären geil, Alter, falls du Ich werde die holen durch Farm. Gib mir eine Sekunde. Nein, gib mir eine Sekunde. Ein Stack kann ich dir geben. Ich habe auch sonst wieder eine Enderman-Farm aufgebaut. Ich könnte dir auch zeigen, wo die ist. Die halte ich nämlich eigentlich unter Verschluss. Auch wegen Digga, sein Wort bist du so korrekt, Kiro, ehrlich. Ja, Bro, ganz normal, Mann. Wie korrekt Todes. Jungs, bin einfach wieder. Freunde, das ist einfach nur Teil der Mission. Halt, ich weiß nicht, ob ich da bin, dann müssen die alleine klappen. So. Oh Mann. Wieso, wo bist du morgen? Bro, ich weiß es noch nicht, ob ich es schaffe. Ich versuch's, aber. Okay. So, ganz schnell, bevor die das auch wieder wegnehmen. Ey Jungs, ich küsse eure Herzen. Wirklich vielen, vielen Dank. Ey Kiro, was hast du denn gesagt? Bro, ich habe zu denen gesagt, dass es einfach keinen Sinn ergibt. So, ich habe mich bei denen auch entschuldigt. Ich habe gesagt, das sind Höllenlords etc. Hab denen auch Goldäpfel gegeben. Ich habe denen gesagt, dass es halt wichtig wäre, dass du morgen halt auch am Start bist mit Rüstung und alles drum und dran, weil keiner weiß, was passiert. Ich habe denen nochmal verdeutlicht, dass Mira alles mit uns machen kann. Sie kann uns Kraft geben, sie kann uns diese Kraft aber auch in 5 Minuten wieder wegnehmen. So, und das haben die, glaube ich, ein bisschen geschnallt jetzt. Boah, ich küsse dein Herz. Ey, Kiro, muss ich wirklich sagen, also eine Sache muss ich dir echt sagen. Seit dieser Distray-Geschichte bist du echt ein cooler Typ geworden. So, hätte ich nicht gedacht. Ja, doch auch. Also so mittlerweile hasse ich dich nicht mehr. Ich feiere dich immer noch nicht so, bin ich dir ehrlich, mag dich noch nicht so, aber... Ja, Bro, aber ich habe dir auch ein Versprechen gegeben, dass ich deine Rüstung zumindest wieder besorge. Und ich halte alle meine Versprechen. Ja, so mit der Aktion hast du auf jeden Fall was Krasses gut bei mir, Retalk. Perfekt, Alter. Und an dich auch nochmal, Tobi. Vielen Dank, Fisch, da sowieso. Kein Vielen Problem. Dank, dass du das gemacht hast, Bro, ehrlich, korrekt. Okay, ich verstehe zwar immer noch nicht ganz, warum Pischta sagt, Mira hätte mit ihm geredet, aber... Das ist quatschig. Aber irgendwie, es erzählen ganz schön viele Leute auf der Insel, erzählen, Mira hätte mit ihm geredet. Jungs, ja, ist egal so. Was das ist, in 20 Stunden ist es soweit, okay? Oh Gottes Willen. In 20 verdammten Stunden ist es soweit. Und egal, was passieren wird, ich werde Mira aufhalten.